Am Wort ist nun Harald Walser von den Grünen. Danke, Herr Präsident, Herr Minister, Hohes Haus. Ja, worum geht es heute im Kern? Es geht um einen unsäglichen Artikel in der FPÖ-nahen Zeitschrift, wir haben das selber so bezeichnet, Aula, in dem befreite Häftlinge aus dem Konzentrationslager Mauthausen als Landplage bezeichnet wurden, als Horde bezeichnet wurden, indem sie als pauschal als Massenmörder bezeichnet wurden, etc. Eine Unsäglichkeit sondergleichen. Ich habe das angezeigt damals, und der Skandal, über den wir heute hier sprechen, war, dass die Staatsanwaltschaft Graz mit einer Begründung diese Anzeige zurückgewiesen hat, die laut Sektionschef Pilnacek nahe an Wiederbetätigung heranreicht. Und es war sehr, sehr erfreulich, Herr Minister, dass Sie, dass Ihr Sektionschef sich ganz klar und eindeutig und umgehend davon distanziert haben. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Dennoch war diese Angelegenheit katastrophal für den Ruf der Justiz in Österreich. Wir haben daraufhin eine Anzeige ehemaliger Häftlinge, ehemaliger befreiter Häftlinge aus Mauthausen unterstützt. Und, das ist inzwischen abgeschlossen, haben uns da vollinhaltlich durchgesetzt. Es hat einen Widerruf geben müssen und die gesamten Kosten wurden von der Aula bzw. dem Autor oder sind zu übernehmen. Sie haben auch reagiert insofern, als Sie gesagt haben, dass zeitgeschichtliche Module eingeführt werden. Kollegin Grossmann hat darauf hingewiesen, das hat nicht funktioniert auf freiwilliger Basis. Deshalb unser Antrag und ich bin sehr froh, dass das künftig auch umgesetzt wird. Bislang hat das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands solche Module angeboten auf freiwilliger Basis. Was passiert ist, und darauf sind wir aufgrund einer grünen Initiative im Februar dieses Jahres gestoßen, dass diese freiwilligen Module nicht mehr angeboten worden sind. Und somit war an verschiedenen Oberlandesgerichten gar kein Angebot mehr vorhanden, um hier sich in zeitgeschichtlicher Hinsicht zu schulen. Sie waren selber, Sie haben das gegenüber den Medien gesagt, überrascht und haben daher auch das Ihre dazu beigetragen, dass die Regierungsparteien, und das kommt nicht sehr häufig vor, unseren grünen Antrag unterstützen. Das ist sehr erfreulich. Es ist aber, das möchte ich auch betonen, noch einiges offen. Wir brauchen weiterführende Angebote auch für amtierende Richterinnen und Staatsanwälte und Staatsanwältinnen. Denn ich darf daran erinnern, dass das ja im Dienst befindliche Personen waren, die hier in dieser Form agiert haben. Und von daher würde ich meinen, das müsste ein nächster Schritt sein, denn dieser skandalöse Text aus Graz, der ist ja nicht nur von der zuständigen Staatsanwältin, sondern er ist ja auch von mehreren Personen, das hat ja eine, da gibt es ja eine Hierarchiekette, gesehen und abgezeichnet worden. Da ist also einiges zu tun. Und Herr Kollege Hübner, ein Wort zu Ihrem Hinweis, dass hier politischer Einfluss durch die Hintertür passiere. Das von einem Vertreter einer Partei, die gerade jüngst durch ein Mitglied ihrer Fraktion hier direkt in die Schule eingegriffen hat. Kollege Haider grinst da. Er war es, der in skandalöser Weise eingegriffen hat, weil sein Sohn ihm ein SMS geschickt hat. Das ist nicht zu ertragen. Das ist kein politischer Einfluss durch die Hintertür. Das ist bewusste Einschüchterung der betroffenen Lehrerinnen und Lehrer. Was Sie erreichen wollen, ist, dass sich Lehrerinnen und Lehrer in Österreich nicht mehr trauen, kritische Themen der Geschichte aufzuarbeiten, kritische Personen einzuladen. Und ich kann nur hoffen, geschätzte Damen und Herren, was Sie damit erreichen, ist zum Glück
eine Sensibilisierung aller anderen politischen Kräfte in diesem Land. Was Sie erreicht haben, ist, dass Rot und Schwarz in dieser Sache Nein gesagt haben. Und Sie werden auch im Schulbereich sich nicht durchsetzen, denn die Lehrerinnen und Lehrer an Österreichs Schulen sind mutig genug, sich ihrem Druck zu widersetzen und weiterhin politische Bildung zu betreiben. Abschließend meine Empfehlung an die Herrschaften der Freiheitlichen Partei. Gerade dieser Fall hat gezeigt, wie notwendig Nachschulung auch bei Ihnen wäre. Und ich würde Ihnen einen Besuch sowohl in der Gedenkstätte in Mauthausen als auch im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands dringend ans Herz legen. Danke. Harald Walser von den Grünen mit lautstarker Kritik an der FPÖ. Sie kennen die Bestimmungen der Geschäftsordnung.